Ein Besichtigungstermin bei Salzburgs derzeit größter Hotelbaustelle. Werfenwengs Bürgermeister Peter Brandauer kommt mit seinem Elektroauto zu dem Termin mit Architekt Hermann Eisenköck. Neben dem Skifahren setzt die Gemeinde auf sanfte Mobilität und Wandertourismus. In dieses Konzept soll nun auch dieser riesige Hotelbau passen. Ein 4-Sterne-Superior-Betrieb mit 120 Betten entsteht hier um 47 Millionen Euro. Ein moderner Bau für eine moderne Gemeinde, sagt der Bürgermeister. Selbstverständlich gibt es dazu Diskussionen. Das ist auch richtig und gut so, denke ich. Aber ich bin überzeugt davon, wenn hier alles fertig ist, wenn die ganze Außenanlage fertig ist, wenn die Außenfassaden fertig sind, dann wird man sehen, dass dieser Schritt hier nicht Lederhosenarchitektur, nicht Rückschritt, sondern Fortschritt zu realisieren, ein richtiger Weg war. Architekt Hermann Eisenköck zeigt uns sein Werk, bei dem gerade die Fassaden entstehen. Trotz seiner Dimensionen soll sich der Bau in die Landschaft einfügen. Das Hotel wurde auf mehrere Gebäude aufgeteilt. Die Baustoffe kommen auch in der Umgebung vor. Also es war mal sehr, sehr, sehr wichtig, also von der ganzen Materialität. Es wird da und dort auch Stein geben, wo wir versuchen, möglichst auch Stein aus der Gegend zu finden. Wie gesagt, die Materialität sehr dominierend, der Baustoff Holz, ob es jetzt Fenster sind, ob es jetzt, wie gesagt, Wandverkleidungen, Balkonbrüstungen etc. sind. Aufstand gegen das Projekt gibt es keinen in Werfenweng, sehr wohl aber kritische Stimmen. Einige davon ließ Bürgermeister Brandauer in einer Gemeindezeitung abdrucken. Jetzt, wo das Ergebnis des Baus schon gut zu sehen ist, hört man laut Brandauer immer weniger Kritik. Jetzt sieht man die erste Außengestaltung, die Fassadengestaltung. Und ich habe schon einige Stimmen gehört, die gesagt haben, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Das ist eigentlich ganz schön, was hier realisiert wird. Das passt sehr gut hierher und ist etwas Neues, etwas Besonderes. Weitere Neuerungen kommen noch auf Werfenweng zu. Die Hotelgäste brauchen Beschäftigung. Das Rosnerköpfel wird teilweise entwaldet. Ein Aufzug soll es erschließen. Oben entstehen ein Bad, Restaurant, Parks und Spielplätze.